Zum Thema elektrische Spannung. Die unterschiedlichen Anzahlen Elektronen an den Polen treibt die Elektronen durch den Leiter hin zu den Protonen. Die Protonen ziehen die beweglicheren Elektronen an. Und dieser Antrieb heißt elektrische Spannung und wird mit Groß U bezeichnet. Eine elektrische Spannung Groß U wird in Volt ausgedrückt. Die Einheit einer elektrischen Spannung ist also Volt, zu Ehren des italienischen Physikers Alessandro Volta. Hier einige Beispiele zu Spannungsquellen. Gibt man in Google ein PHET, Colorado und dann noch Chromkreis, Enter, so stößt man sehr schnell auf diese Seite der Universität Colorado. Hier kann man einen Stromkreis simulieren. Man nehme ein Stück Draht, dann baut man zum Beispiel hier ein Schalter ein, wieder ein Stück Draht, dann noch ein Stück Draht, um dann senkrecht zu gehen, so. Da bauen wir eine Batterie ein, so. So. Hier bauen wir einen Verbraucher, zum Beispiel eine Glühbirne ein. Ich schalte die Elektronen mal weg. Dann wieder ein Stück Draht, ungefähr so. Dann noch ein Stück Draht, so. Und dann noch ein Stückchen Draht. Wenn wir den Schalter aktivieren, so sehen wir, dass die Glühbirne aufleuchtet. Und wenn wir dann noch die Elektronen einschalten, dann sehen wir, dass die Elektronen vom Minuspol über die Leitung zum Pluspol fließen. An dieser Batterie können wir jetzt mit diesem Voltmeter die Spannung messen. Den schwarzen setzt man immer am Minuspol und den roten am Pluspol. Wir lesen ab, hier haben wir eine Spannung von 9 Volt.